Und meine Damen und Herren, wenn Sie richtig informiert sein wollen, dann haben Sie bei uns seit neuestem die Gelegenheit, absolut topseriöse Unterlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und Sie wissen, die wissenschaftlich einwandfreien Unterlagen bringt in dieser Woche Containerboy Alex Jolich. Das finde ich das Tolle von Alex. Weißt du, er hatte jetzt so kurze Haare. Mhm. Ja? Eigentlich die Ohren frei und so, aber für uns setzt er abends die alten Haare nochmal auf. Toll, ja. Hast du mich diesen Satz schon mal sagen hören? Nein. Nein. Erinnere mich, wenn ich Sätze zweimal sage. Ja, das wäre schlimm. Ja. Wie nennt man das? Déjà-vu? Déjà-vu? Gibt es Déjà-vu eigentlich auch medizinisch wirklich oder ist das nur so was, was man sich einbildet? Ist das ein medizinisches Problem, ein Déjà-vu? Ist doch eigentlich so. Och, habe ich schon mal erlebt. Ist eigentlich ganz schön, ne? Wieder einmal fühle ich mich sehr alleine. Déjà-vu. Déjà-vu. Folgendes. Jenny Elvers, schwanger und verlassen. Alex ergriff feige die Flucht. Sie alle haben es, glaube ich, verfolgt. Es wird ja live übertragen auf CNN. Jenny and Alex, the story to be continued. To be continued. Und Bunte hat das als Titelgeschichte in dieser Woche. Und schauen Sie, das Schöne ist, früher hieß es ja mal, Bunte sprach mit den beiden oder Bunte berichtet darüber. Nein, heute heißt es hier unten, in Bunte beschimpfen sich beide. Exklusiv in Bunte beschimpfen sich beide. Und wir haben uns gesagt, mein Gott, und sag mir, ob du das Wort jetzt von mir schon mal gehört hast. Wir wollen die Sache einmal forensisch. Hey. Schon mal gehört? Ja, gestern. Was? Wann? Du hast Forensik von mir schon mal gehört? Ey, das haben wir doch alles gestern schon mal gemacht und mussten es rausschneiden, weil ich auch da war. Weil es so lange gedauert hat. Er verrät alles. Alles, alles, alles. Und du siehst, das Publikum will es gar nicht wissen. Überhaupt nicht. Nein, das Publikum bezahlt hier für die Illusion, für den perfekten Schein. Oder? Aber es ist Tatsache. Wir waren gestern ein bisschen zu lang, weil ich so lange überlegen musste. Ja, wie Magma heißt, die geschmolzene Erde, in der Erde drin. Und dann hatten wir diese Passage gestern schon mal aufgearbeitet. Und jetzt machen wir sie nochmal, aber ich spiele es mit genau den gleichen Bewegungen wie gestern nach, um einfach für mich persönlich ein Gefühl der Frische nochmal herzustellen. Verstehst du? Einfach nochmal, auf der Schauspielschule heißt es, und das wird Jasmin Tabatabai bestehen, können die auf derselben Schauspielschule war wie ich, im Moment noch einmal entstehen lassen. Ich sage es nochmal. Wir wollen diese Sache einfach noch einmal forensisch. Und wie nennt man das, wenn ich das mache? Eine kurze Pause. Wir wollen diese Sache einfach noch einmal forensisch. Keine Ahnung. Retardierendes Moment. Ah. Fällt mir, nein, ist es glaube ich gar nicht. Weil ein retardierendes Moment, wenn ich zum Beispiel sagen würde, wir wollen diese Sache noch einmal, halt, es hat geklingelt. Dann gehe ich raus und sage, was soll das? Ich habe gesagt, der Wagen ist um 18 Uhr hier. Und dann komme ich wieder rein und dann geht's weiter. Das wäre ein retardierendes Moment. Aber forensisch wollen wir einwandfrei klären, was ist los in der großen emotionalen Geschichte zwischen Jenny und Alex. Meine Damen und Herren, nichts als die Wahrheit jetzt. Warum? Warum? Eine Jahrtausendliebe zerbrach. Oh mein Gott, wie konntest du das zulassen? Das hat Jenny nicht verdient. Der hat wohl die Schlampe. Nee, Heiner, wirklich nicht. Sie ist doch keine dahergelaufene, talentlose Dutzendfresse mit Krächzstimmchen und kaputten Haaren, die sich auf billige Art in die B-Prominenten-Szene hochgebumst hat. Nein, Jennys Haare sind gar nicht so kaputt. Diese Frau trägt Würde und Selbstachtung wie eine lodernde Fackel vor sich her und gehört neben Susan Stanke zu den bedeutendsten Schauspielerinnen der Welt. Da hinten ist der Ausgang. Ja, meine Süßen, bekämpft ihr gemeinsam euer Lampenfieber? So was kenne ich doch gar nicht. Ja, da habe ich bei dir auch keine Bedenken, bei deinen Talenten. Ei, Scheiße. Nein, Heiner, ihre darstellerische Intensität, ihre ungekünstelte Menschlichkeit trifft uns mitten ins Herz. Die Bayern,
spüre morgen den Föhn in den Lederhosen. Und so manches Dirndl bietet luftige Einblicke. Lassen Sie die frische Brise ruhig in den heimischen Stuben blasen. Brillant, Jenny, oh ja. Und er? Was soll man zu ihm noch sagen? Blöder Wichser? Nein, Heiner, dieser Mann leistet Unglaubliches für unser Land. Na, was denn? Nun, er setzt sich ungewaschen auf Motorräder und war schon mal im Fernsehen. Wir sollten stolz sein, dass Alex Johlheimer Deutscher ist. Auf die enorme sittliche Reife dieser beiden Kulturgiganten weist schon die Dauer ihrer innigen Beziehung hin. 5 Monate! Das sind 20 Wochen! Das muss man sich mal vorstellen. Wer unter uns hat schon Ähnliches erlebt? Das Auf und Ab auf den tosenden Schicksalswogen eines solch unfassbaren Zeitraums. Und dann das Baby. Als klar war, von wem es unter Umständen eventuell sein könnte, feierte eine ganze Nation und die Menschen weinten auf den Straßen. Alex und Jenny wurden zum Symbol für eine bessere Zukunft. Das Paar genoss die Freude über das Ereignis im Stillen, im Privaten. Nur geteilt mit eng befreundeten Fernsehteams und etwa 250 Journalisten. Und jetzt soll das alles vorbei sein? Wenn man sich nach 20 Wochen nicht gut genug kennt, um ein Kind zu kriegen, ja wann denn dann? Will man sich eine Welt vorstellen, in der Jenny und Alex auf Dauer getrennte Wege gehen? Kann ich mir gut vorstellen. Ich nicht, Heiner. Ich kann nicht mehr. Ich mach Schluss. Tschüssikowski.